Eine aufstrebende kleine Künstlerin. Aber vielleicht sollte sie es lieber mit Papier versuchen. Ups. Ach, vergiss das Malen an der Wand. Das ganze Zimmer braucht ein Makeover. Guter Fang. Du weißt, was zu tun ist. Okay, sie gibt sich Mühe, aber sie könnte wenigstens versuchen, alles unter den Teppich zu kehren. Das sieht gruselig aus. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Es wurde bestimmt nicht grundlos verschlossen. Oh, nein, nein, nein. Es sind Päckchen. Ah, scheint harmlos. Geben wir etwas Wasser hinzu. Ja, das solltest du besser nicht trinken. Oh, schau nur, es wird so gesund grün. Wozu ist dieses Zeug überhaupt? Wow. Oh, und es hat ein Gehirn. Und man braucht keine große Operation, um dran zu kommen. Verpassen wir dem Kerl ein Makeover. Und ein neues Gehirn ist ein guter Anfang. Und die Augen auch. Hast du hier was Interessantes gefunden? Mhm. Oh, wow, es ist wie ein Schildkröten-Fledermaus-Dinosaurier-Ding. Oh, vielleicht ein Pterodactylus. Was auch immer es ist auf jeden Fall dehnbar. Könnte sich als nützlich erweisen. Jetzt, wo es ein Ballon ist und man einen ganzen Haufen davon in verschiedenen Farben machen kann. Mann, die werden aber groß. Sammle sie alle. Oh, man sieht, dass sie was im Schilde führt. Aber was? Na, sieh mal an, wer da ist. Nette Gurken. Ja, das ist eine Erinnerung, dass man immer die Tür abschließen sollte. Andererseits ist ein Eindringling, der Badespielzeug verschenkt, wie ein Freund, den man noch nie getroffen hat. Und was ist da noch drin? Oh, schau mal, ein süßer kleiner Flamingo. Geben wir ihm ein Leckerli. Oh, wie es aussieht, hat es dem Flamingo nicht wirklich geschmeckt. Hast du ein paar Garnelen oder so? Dieses Zeug scheint schon besser anzukommen. Aber sieht so aus, als würde er explodieren. Vielleicht sollten wir auf die Toilette gehen. Warum schließen diese Leute nie die Tür ab? Gut, dass dieser Vogel seine eigene Toilette hat. Wenn das Ding nur nicht durchsichtig wäre. Es gab wahrscheinlich eine Zeit, in der sie diese riesigen Blöcke einfach haben musste. Aber wer braucht das schon, wenn man sich die Kraft des Regenbogens zunutze machen kann? In der Badewanne. Schau, ein Regenbogen. Und fertig. Sicher, es könnte noch ein bisschen mehr Orange oder Indigo vertragen, aber hey, ein Regenbogen. Wie echte Regenbögen halten sie nicht allzu lange, also solltest du dich gut eindecken. Ein Papierkorb wäre sicher eine große Hilfe. Oh, was ist das kleine Ding? Wow, die sind wie kleine Muschelautos. Und sie breakdancen. Sogar miteinander. Und natürlich drehen sie sich. Sehr sogar. Und sie kommen sogar mit speziellen Ringen. Auf denen sie sich weiterdrehen können. Das Gute ist, dass sie eine Menge Übung im Jonglieren hat. Juhu! Was ist das? Sieht irgendwie aus wie ein Kaugummiautomat, aber der Schein kann trügen. Es ist ein Squishy-Gerät. Mal sehen, was wir da reinpacken können. Sind das kleine Handys? Wahrscheinlich haben sie da drin keinen guten Empfang. Erinnert mich irgendwie an Tom Servo.
Was ist denn das? Wow, da ist Glitzer drin. Und bald kommen sie in den größeren Ball. Und warum nicht etwas Soda hinzufügen? Es sei denn, du trinkst das Zeug lieber. War diese blaue Limo eine Sonderausgabe? Egal, es ist ein süßer kleiner Stressball. Wir können den Spaß noch steigern, indem wir ihm eine stofftierähnliche Hülle geben. Als ob es Schluck auf hätte. Ist ihr Bett sauberer als der Rest des Zimmers? Vermutlich nicht, aber wenigstens hat sie das hier. Wow, schau dir all die Farben an. Rot, blau und grün. Oder sind es gelb, magenta und türkis? Wir können es in eine Lichtshow verwandeln. Die perfekte Ausrede für eine Tanzparty. Du weißt schon, wie Boots und Cats and Boots and Cats. Oh, was hat sie im Kopf? Endlich ergreift unsere Heldin die Initiative und steigert ihr Putzverhalten. Gut so. Ich hatte schon Sorge, dass wir den ganzen Tag hier sein müssen. Und es war so anstrengend zuzusehen. Oh, es wird explodieren. Erinnerst du dich an unser Gespräch über das Abschließen? Vielleicht wäre das auch was für den Kleiderschrank. Bonus-Episode! Erfüllen wir uns unsere Wünsche mit Hilfe dieses magischen Kessels. Viel Blubbern ohne Mühsal und Ärger. Man muss die Inhaltsstoffe einfach lieben. Niemand will sich mit einem heißen Zaubertrank abmühen. Was können wir noch hinzufügen, Prinzessin Zelda? Oh, was für ein süßer kleiner Seestern. Und das war's. Und diese Feder könnte eine nette Note sein. Und ich glaube, das ist eine Eierschale. Es sieht so aus, als ob wir fast fertig wären. Denk nur dran, weiterzurühren. Na, vergiss nicht, deinen Wunsch tatsächlich auszusprechen. Am besten schreibst du ihn auf. Ach ja, der Wunsch nach coolen Tools. Die Lage spitzt sich zu. Was glaubst du, was sie sich eigentlich gewünscht hat? Oh, was ein süßes, wuscheliges Baby. Und es hat sogar Flügel. Oh, da bekommt aber jemand Bauchkribbeln. Manometer, diese Tools werden einfach immer cooler. Bis zum nächsten Mal.